knicke-knacke Defense und sehr, sehr spektakuläre Offense. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Basketballmagazins. Wie ihr seht, haben wir am Spieltag gegen Göttingen jede Menge Rucksäcke von euch bekommen. Dafür gleich zu Beginn ein herzliches Dankeschön. Ein Ruck für Muck war der Aufruf und ihr habt von zu Hause Rucksäcke vollgefüllt mit Thermoskannen, Thermosdecken, Thermounterwäsche, alles Mögliche für die Bahnhofsmission München uns mitgebracht. Und was wir in dieser Sendung machen ist, diese Rucksäcke auch direkt dorthin zu bringen. Unsere Spieler werden uns natürlich dabei unterstützen und ihr könnt auf jeden Fall mit dabei sein. Und wir haben auf jeden Fall noch weitere sehr spannende Dinge für euch. Allen voran gab es vergangene Woche die Pressekonferenz zur neuen Halle. Was wir sonst noch in der Sendung haben, ist ein Beitrag vom Training mit der OBA, der offenen Behindertenarbeit München, und zwar gemeinsam mit Alex King. Außerdem haben wir eine Folge Can You Feel It, ein neues Format hier beim FCBB Magazin, und wir haben auch ein Poesiealbum mit unserer Nummer 7, Alex King. So, wir werden jetzt versuchen, diese Rucksäcke in unseren Bus einzuladen. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch schon mal diese spannende Pressekonferenz zur neuen Halle anschauen. Wir sehen uns dann gleich wieder. So also schaut sie aus, die künftige Heimat der Bayern Basketballer. Zusammen mit Red Bull, SAP und der bayerischen Landeshauptstadt entsteht im Olympiapark nicht nur für den FC Bayern etwas ganz Besonderes. Ja, ich glaube für die ganze Stadt München. Es ist eine einmalige Halle, die da entsteht. Nach der Allianz Arena ist es ein zweiter, sagen wir mal, Leuchtturm für München, und für den Sport, für Eishockey und für Basketball wird es natürlich riesige Chancen geben. 11.500 Zuschauer sollen künftig Platz finden in der hochmodernen Multifunktionsarena, die sich stimmig in das Bild des Olympiaparks einbetten wird. Neben der eigentlichen Arena, in der Basketball, Eishockey und auch bis zu 40 sportnahe Events pro Jahr eine Heimat finden, komplettieren drei überdachte Eisflächen für den Breiten- und Freizeitsport den Architektenentwurf. Wunderbar, ich war ja mit in dieser Kommission und da waren wir uns eigentlich alle einig, dass es nur der sein kann. Reihum zufriedene Gesichter, die Vorfreude schon jetzt spürbar. Der Spatenstich für Herbst 2019 geplant. Zwei Jahre später soll dann der Basketball in München eine neue, zusätzliche Heimat haben. Wie die dann heißt, das entscheiden tatsächlich die Fans. Bis zum 4. März hat jeder die Möglichkeit, Namensvorschläge für die neue Halle abzugeben. Wo und wie das geht und welche Voraussetzungen zu beachten sind, diese Infos gibt's auf www.namegameon.com. Also, meine Lieben, wir sind jetzt am Hauptbahnhof in München angekommen mit unseren Rucksäcken im Gepäck. Die werden wir jetzt gleich reintragen zur Bahnhofsmission München. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch schon den ersten Beitrag anschauen. Und zwar, habe ich euch ja schon gesagt, haben wir ein Probetraining gehabt mit Alex King und der OBA. Wenn ihr die One-Team-Aktion kennt von der Euroleague, dann ist euch die OBA natürlich auch nicht unbekannt. Und hier seht ihr mal, was für eine Freude die am Basketball haben. Ja, alles gut. Ich habe meinen Namen gehört. Ich habe so alles gekriegt. Ja, grüß dich. Na, alles gut? Passt schon. Ja, servus. Alles gut? Ja. Sehr schön. Ah, hallöchen. Ja, alles gut? Gut, dir. Ja, sehr schön. Alles gut. Alles gut. Vielleicht kannst du uns ja mal. Aber er sitzt am Boden. Das merkst du gar nicht. So, wir machen jetzt erstmal was ganz Leichtes. Wir gehen jetzt mal zum Korbleger. Jeder kennt Korbleger, oder? Ja.
So, natürlich. Richtig. Das heißt, man toll gemacht. Ja. Super. Hey! Ja, super, bravo! Hey! Macht Spaß? Sehr Spaß. Nein! Ja! Feuer! Hey! Ja! 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 Let's go! Jetzt Verteidigung! Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Danke. Geht's dir gut? Rücken ist okay? Schau, ja. Ja, du bist eher da. Also ich bin, Alex wäre ein guter Trainer auch für uns. Tut mir leid, Marlene. Das nächste Turnier fragen wir an Alex an, ob er uns hilft. Oh ja. Oh ja. Oh ja. 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 Super, klasse, ja. Vielen Dank. So, wir haben es jetzt mittlerweile ins Warme geschafft in der Bahnhofsmission München und ich habe die zwei Leiterinnen bei mir und die werden uns jetzt erklären, was die Bahnhofsmission München eigentlich ist und was ihr vor allem macht. Wir haben jetzt natürlich Rucksäcke mitgebracht, da sind vor allem wärmende, sage ich mal, Utensilien drinnen. Was geschieht denn jetzt mit diesen Rucksäcken hier? Ja, die Rucksäcke, die werden, wenn ich mir das Wetter heute da draußen anschaue, wahrscheinlich bis heute Abend alle an die Menschen verteilt sein, die dringend auch so einen Bedarf haben an diesem Inhalt, was in diesem Rucksack drin ist. Und man glaubt es ja nicht, wenn man in München so durch die Stadt geht. Es gibt sehr viele, die das tatsächlich benötigen. Haben Sie da Zahlen für uns? Ja, also es sind wohl jetzt mittlerweile, das ist so die offizielle Zahl, circa 1000 Menschen, die wirklich auf der Straße leben hier in München. Und es sind circa 10.000 Menschen, die in Notunterkünften leben, davon auch knapp 2000 Kinder. Okay, und was sind so Ihre Erfahrungen in der täglichen Arbeit, beziehungsweise was sind auch die Herausforderungen für Sie? Wo kann man unterstützen? Also wenn man in der eigenen Wohnung lebt, kann man letztendlich auch kostengünstiger leben, weil man da einfach auch sparsam einkaufen kann. Wenn man auf der Straße lebt, kann man nur das Nötigste immer bei sich haben und muss einfach schauen, wie man über die Runden kommt. Das ist so die eine Krux. Das heißt, man ist auch darauf angewiesen, auf Unterstützung. Und die Leute kommen ja hier, sie können bei uns auch sich aufhalten und bekommen Brot und Tee. Und jetzt vielleicht das Wichtigste, wie kann man denn helfen? Auch wenn wir nicht jeden Spieltag vielleicht eine Rucksackaktion haben, wie kann man helfen? Dieses, sag mal, dieses Kernangebot, was wir leisten hier mit Beratungen, mit Auszahlungen, also wirklich auch unsere Leistungsvereinbarung, der wir nachkommen mit der Stadt München, das ist das eine. Das andere ist einfach, dass wir feststellen, dass viele Menschen zu uns kommen, die, wo einfach ein Bedarf da ist, wo eine Not da ist und wo auch unmittelbar reagiert werden muss. Und da gehen wir halt in die Lücke. Bis wir weitervermitteln, wir klären ja auch ganz viel an Beratungsstellen, bis es gelungen ist, die Leute wieder dorthin zu bringen, dort anzubinden, wo sie dann auch wirklich eine längerfristige, gute Unterstützung bekommen, um wieder aus dieser prekären Situation rauszukommen. Das dauert und in dieser Zwischenzeit, da sind wir als Einrichtung ganz wichtig. Täglich kommen bei uns ca. 300 Menschen zur Tür rein, einfach um sich hier aufzuhalten, um sich zu stärken. Wir bieten Beratungsgespräche an dann im Büro. Das sind bis zu 80 Beratungsgespräche pro Tag. Die Frauen in einer akuten Notsituation können hier übernachten. Also es geht wirklich bei uns so ganz, ganz basic-mäßig los, sage ich mal. Aber das ist auch wichtig, weil es geht immer mit dem ersten kleinen Schritt los. Und dann kann es auch wieder weitergehen.
Das haben Sie sehr schön gesagt. Auf jeden Fall vielen Dank für die Arbeit, die Sie und Ihre ganzen Helferlein hier natürlich jeden Tag leisten. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle an alle, die einen Rucksack mitgenommen haben, die uns unterstützt haben. Wir werden natürlich auch in Zukunft Organisationen wie die Bahnhofsmission unterstützen, und zwar unter FCBB Helpzeit, also die Augen offen halten. Wir machen jetzt weiter mit unserem neuesten Format, Can You Feel It? Viel Spaß dabei. Can you feel it? Can you feel it? I hope there's no spider. Ew. There might be a spider. Yeah, condoms. Oh! Let's go, let's push it. This is sure. Condoms. Ja. Keine Ahnung. Ja. So, ja, natürlich. Guck mal, Kondome. And how do you know? Shit, because I'm using condoms. Yes. Yeah. Just making sure, you know what? Yo. Yeah. Yeah. Some fruit. I don't know. I think some fruit or vegetable or. Okay, it's not moving. Yeah. Kiwi? No. It's too big for kiwi. Okay, I don't know. Maybe. I don't know. No. That's coconut. Talk to me. All right now. Mm-hmm. Oh, shit. It's coconut. Okay. Can you feel it? Ja, wir haben das Glück, dass wir ja eine Menge starke Männer haben, die auf jeden Fall mithelfen konnten. Danilo, die Aktion, war dir die Bahnhofsmission München vorher schon bekannt? Die Bahnhofsmission im Allgemeinen war mir bekannt natürlich, dass sie viel, viel Gutes für Menschen machen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Deswegen war das keine Frage, auch mal am freien Tag hier zu helfen und zu kommen. Derek, do you have like a reference in America? Are there similar institutions like this? Have you done anything like this before? Yeah, and it's just giving back, you know, just making sure that nobody is cold, man. You know, and I think that whenever you do give back, it's good karma. You know, I think it all comes full circle. You just want to make sure nobody's left stranded, nobody's left out cold, and you just want to give back. I think it's a good cause. Marvin, in Österreich hast du sowas schon mal gemacht? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Ich bin froh, dass ich so eine Erfahrung mal erleben kann. Es zeigt mir wieder, wie gut es uns geht eigentlich. Und es gibt, glaube ich, genug Leute, denen es nicht so gut geht. Deswegen ist es gut, dass wir manchen Leuten helfen können heute. Super. Zum Schluss machen wir noch einmal kurz Sport. Real Madrid ist next, oder? Ja, nächste große Aufgabe, die kommt in der Euroleague. Hinspiel hat man gesehen, dass sie hausrangige Mannschaft in Europa sind. Deswegen in Madrid wird es auf jeden Fall noch schwerer. Aber nicht unmachbar. Auf jeden Fall, natürlich. Wir gehen auch fahren und fliegen auch nach Madrid und wollen dort gewinnen. So. Sehr schön. Damit entlassen wir die Jungs und ihr könnt euch jetzt das Poesiealbum mit unserer Nummer 7 Alex King anschauen. Alex King, 20.02.85. Ansbach, 7. Drake, alles. Love and Basketball. Andrew Agassi. Dance of Washington. Schauspielerin Michelle Pfeiffer. Kenn den Namen nicht mehr. Mexikanisch. Mathe. Mein Vater. Leider nicht. Oreo-Cookies. Nein. Wahrscheinlich. Was? Von meinen Kindern.
Mein Lieblingswitz. Es gibt keine Witze. Also wie ihr seht, wir haben ungefähr die Hälfte der Rucksäcke geschafft heute. Die kommen natürlich auch noch zur Bahnhofsmission München. Für euch gibt es jetzt im Anschluss natürlich wie gewohnt noch einen Sportblock. Und wir sehen uns dann erst im März wieder. Bis dahin, alles Gute. Ja, servus und herzlich willkommen zum Sportblock in dieser Woche. Hier im Studio mal wieder Desmond Green. Servus. Servus. Schön, dass du da bist. Wir schauen ganz, ganz kurz zurück. Wir hatten ein Auswärtsspiel in Oldenburg beim Tabellenzweiten. Jetzt hat es uns das erste Mal erwischt. Eine Niederlage hat selten was Gutes, aber bei so einer Siegesserie, wo jeder immer sagt, schaffen Sie es, die Siegesserie, den Rekord von Ulm zu schnappen, ist es vielleicht auch gar kein Schaden, dass das jetzt mal zu Ende ist? Natürlich ist es immer schade, wenn eine Serie mal reißt, aber das bringt es noch mit sich. Wenn man eine Serie hat, geht immer mal zu Ende. Jetzt ist es in Oldenburg soweit gewesen. Kommt immer darauf an, was man aus dieser Niederlage oder wenn diese Serie reißt, mitnimmt. Ja, manchmal ist es gut, manchmal ist es nochmal so ein Weckruf und man kriegt nochmal so neue Energie und startet eine neue Serie. Aber so wie ich das Team einschätze und das Coaching-Staff, ist so eine Niederlage auch mal ein Weckruf. Und ich glaube, dann wird es jetzt nochmal eine neue Serie gestartet. Das Gute ist ja, es geht Schlag auf Schlag weiter. In der neuen Woche ein Spiel, das hat es aber in sich. Das Gastspiel bei Real Madrid am Freitagabend. Denkst du, da ist eine Überraschung für uns drin? Ich finde, mit dem Team, was wir haben und so wie wir dieses Jahr Euroleague spielen, ist eine Überraschung immer drin. Ich meine, Real Madrid ist natürlich Champion. Ich glaube, dass unsere Spieler dann auch den Erwartungen sich anpassen und dann auch mit den Erwartungen wachsen. Und das ist natürlich so ein Spiel, klar geht für uns. Platz 8, bisschen Playoffs. Wenn man nicht mit einem Sieg rechnet in Madrid, können andere ein bisschen ausgleichen. Das ist jetzt nicht das Spiel, was jetzt dafür zählen wird, ob wir die Playoffs schaffen oder nicht. Also von daher kann man schon irgendwo ein bisschen vielleicht befreiter aufspielen. Für Real geht es immer natürlich die Top-Platzierungen, da geht es um ein bisschen mehr. Aber ich denke, insgesamt ist eine Überraschung mit dem Team und ich glaube, insgesamt mit dem Euroleague-Rhythmus und Flow, den wir da haben, schon auch möglich, vielleicht auswärts so ein Team zu schlagen. Mhm. Marco war letzte Woche hier, hat so gemeint, ja okay, Euroleague, die ersten 5 sieht er eigentlich schon relativ safe und der Rest kämpft noch um die 3 Plätze für die Playoffs. Was haben diese Teams da oben, die ersten 5, uns noch voraus? Also gerade Mannschaften wie Real oder Fenerbahce oder so, oder im Speziellen auch die Spanier, wo du dich ja auch im Jugendbereich gut auskennst. Was haben diese Mannschaften uns noch voraus? Naja, also jetzt die Teams, wo du sagst, Real, Fenerbahce oder auch Moskau, das sind Teams, die lange zusammenspielen und man kennt sich, man muss nicht viel ändern und ich glaube, das ist der Vorteil, gerade was diese Clubs angeht. Alle anderen Teams, die letzten Jahre hat man das Gefühl, die tauschen extrem viel aus, investieren vielleicht auch viel Geld, wie Mailand zum Beispiel. Da hat man das Gefühl, nächstes Jahr wird Mailand wahrscheinlich wieder ganz anders aussehen. Also das ist der Vorteil, finde ich, von diesen Top 3, Top 4 Clubs. Wir sind gespannt, was am Freitag in Madrid rauskommt. Ihr dürft euch freuen, denn im nächsten Magazin werdet ihr einen Beitrag aus Madrid bekommen, denn der Kollege Basti ist mit in Madrid dabei. Kommen wir noch zu euch. Bei euch geht es auch auf die Zielgerade. Man kann den Gegner, Playoff oder nicht Playoff, man kann es noch nicht so ganz genau festmachen, aber man kann sagen, Anfang März beginnen die Playoffs. Merkt man da bei euch in der Mannschaft irgendwie besondere Anspannung, besonderes, dass alle wieder mitziehen so richtig oder dieses Ziel eben vor Augen haben? Ist da eine besondere Stimmung im Team aktuell? Na, Anspannung nicht. Also nicht diese negative Anspannung, sondern diese positive Anspannung. Mhm. Also die Jungs sind wirklich die letzten Wochen sehr, sehr fokussiert. Mhm. Das merkt man dann auch in den Spielen. Also diesen Fokus, den die Woche über im Training haben, nehmen sie auch mit in die Spiele. Das ist ein großes Problem, was wir die ersten 2-3 Monate hatten. Weil einfach viel zu viel Fokusprobleme hatten und man musste immer predigen und es wird immer besser. Das merkt man, also diese Anspannung ist da, aber mehr positiv, weil sie wirklich fokussiert ins Training kommen. Das hört sich schon mal gar nicht schlecht an. Euch wünschen wir viel Erfolg auf der Zielgerade. Wir treffen uns auch nochmal vor den hoffentlich Playoffs, um einen Beitrag mit euch zu machen und vorauszublicken, auch wer der Gegner sein wird. Euch viel Erfolg. Wir sehen uns in 2 Wochen, Anfang März wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dahin. Servus.